Kleine Maus. Oh, Bibi. Bibi. Ja. Oh. Was? Was? Du redest genauso mit denen wie ich. Hey, ich hab dich nicht nachgemacht. Ich hab dich nicht nachgemacht. Tschüss. Also, Schritt 1. 1. Hey. Nochmal. Das ist meine Wohnung, ich schlag auf das Blatt. 1. 200 Gramm weiche Butter, 160 Gramm Zucker. Ja. Butter. Eine Packung Vanille. 200 Gramm. Ja. Zucker, Vanillezucker, Eier haben wir, Weizenmehl, Backpulver, Salz, Zitrone. Willst du erstmal sagen, wollen wir erstmal sehen, was wir überhaupt machen? Milch. 250 Milliliter Milch. Butter mit Zucker, Vanillezucker verrühren, Eier nach und nach unterrühren, Mehl mit Backpulver, Salz und Zitronenabrieb vermischen. Mhm. Ich würde sagen, erstmal Hände waschen. Sieh meine Ringe aus. Natürlich nicht. Doch. Anni. Ich wasche ja meine Hände. Disgusting. Du bist es. So. Sauber. Na, wir machen es am besten hier. Dann steht es ebenerdig. Bumm. Einmal. Die Butter ist nicht weich. Nee, die Butter ist nicht weich. Wir können die ganz kurz in die Mikrowelle packen. Willst du dich draufsetzen? Ich bin sehr heiß, aber nicht so heiß. Das funktioniert nicht schnell genug. Die ist aber okay weich, actually. Ich glaube, wir sollten sie einfach so ein bisschen kneten, wenn wir sie reintun, dann wird sie maybe weich. Ja, oder ganz kurz in die Mikrowelle. Das hier sind genau 200. Das sind 117? Das kann aber nicht sein. Das kann, sorry, aber das kann hier drin? 250, oder? Die Waage ist aber weird. Hä? Hä? Nee, wir dürfen mit. Warte, ich muss es auf Gramm stellen wieder. Hä? 163? Ja, die war nicht. 280? Nein, stopp. 300? Es können nicht 300 Gramm sein, bin mir relativ sicher. Ich sag, wie es ist. Tu mal alles rein und guck mal, ob es 250 dann sind. So schlau. Ja. Oh, du hast recht. Du hast aber nur Scheiße gemessen. 5 Euro. Ausbilder, 2 Euro. Astronauten-Melli, danke schön, 5 Euro. Digga, Crank, 920, auch 50 Euro. Krass. 10 Sekunden, maximal 30 Sekunden. Viel zu viel. Nein! Da sagen Leute nicht so viel. Ich glaube, das sind alles berufliche Bäcker im Chat. Hauptberufliche Torten. Nicht zwei Minuten. Ich krieg sie nicht auf. Ich will sie aufmachen. Ah. Sie ist geschmolzen. Ja, das soll doch weich sein. Nein, sehr weich, nicht flüssig. Ja, ey, ich hab's nicht hinbekommen, die aufzumachen. Aber das passt. Als nächstes Zucker. 160 Gramm Zucker. Ich mach das. Ja. Oh mein Gott, das ist mehr als 150 Gramm gewesen. Ein bisschen. Ich mache jetzt ohne hinzugucken die letzten bisschen. Ah, ich weiß nicht. Stopp. War 161, war actually gut. Wir müssen doch die ganze Zeit messen, lass einfach drauf stehen. Wir brauchen jetzt noch 5 Eier. Ja. Nicht, dass die Eier gekocht sind. Nee, ich glaube diesmal nicht. Ich glaube, die Eier sind fein. Alles aber nicht lesen. Ja, lesen ist meine große Stärke. Nee! Ich kann das super cool mit einer Hand. Ich kann es auch mit einer Hand. Pass auf. Nein. Ganz ehrlich, in welcher Welt, Anni? In welcher Welt hätte das funktioniert? Bitte mach's nicht nochmal so. Versuch's nicht nochmal. Anissa, bitte. Du bist grauenhaft. Du bist schrecklich. Was bist du für ein Mensch? Eins. Nein, lass mich bitte. Guck mal. Guck. Die Schale wollte ich ungern mit essen. Ich zeig dir, wie es geht. Nein, bitte. Oh. Ja, fast. Fick dich, das war mega gut. Da ist die halbe Schale drin! Wie viel haben wir denn jetzt drin? Eins kaputt, zwei, drei, vier, fünf. Fünf und eins kaputt. Ja, jetzt sind fünf drin. Jetzt sind vier drin. Wir müssen fünf reinmachen. Ja. Ja. Eins muss noch. Hab ich gerade. Chat? Hä? Bist du los? Ich glaube, es fehlt noch eins. Hast du die letzten drei Minuten nicht mitbekommen? Ich glaube, es fehlt eins. Chat sagt auch eins noch. Nein. Das Ei müssen wir wegmachen, das ist wirklich eklig. Ich bin dabei. Ja. Ich kann nämlich nicht, weil ich rühre um. Iu, du weißt nicht, dass ich wieder Hände wasche. Du bist grauenhaft. Ist okay.
okay. Ist okay. Du kannst da Hände waschen, wenn du möchtest. Das passiert in meinen Albträumen wirklich. Genau das passiert in meinen Albträumen. Eier nach und nach unterrühren. Oh, hat gut funktioniert. Ja. Nach und Mehl nach. Mehl mit Backpulver, Salz und Zitronenabrieb vermischen und abwechselnd mit der Milch zum Teig hinzugeben. Ich kann nicht tatsächlich lesen und zuhören. Ich hoffe, du weißt, was wir machen müssen. Was müssen wir machen? Warte, 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 wie viel kommt da rein? Wahrscheinlich ein Ding, oder? Eine Packung, ja. Eine Prise Salz. Salz? Oh mein Gott, ist das Salz? Hier ist alles voller Ei! Nein. Oh shit, Sherlock. Ja, richtig. Reibe, Zitronenabrieb und eine Frau wird euch lieben. Reibe Karotten und die Frau wird euch eure Bankkarte geben. Okay, ich habe ihr auch gegeben, dass dieser Kuchen lecker wird. Warum? Ich fand's toll, wie du heute Morgen meintest, Anni, aber lass den Kuchen auf Tryhard machen. Lass es wirklich cool ja, machen. Ja, ich habe gesagt, lass es auf Tryhard. Mach ich immer auf Tryhard. Ja, wir machen doch auf Tryhard. Du hast 8 Kilo Schale da reingemischt. Das ist wieder alles wieder draußen. Ist wirklich alles wieder draußen. Ist so, ist alles wieder draußen. Abwechseln mit der Milch zum Teig hinzugeben. Ja, dann tun wir das jetzt abwechseln mit der Milch zum Teig hinzugeben, I guess. Wie viel Milch? 250. 250. Okay. Milliliter. Bis hier. Hast du geschüttelt? Nein. Okay. Du rührst, ich kippe beides rein. Oh mein Gott. Ich dachte, ich würde das... Hier ist der Teig. Nicht so viel, bitte nicht so viel. Bitte, bitte lass mich erstmal umrühren. Bitte lass mich umrühren. Mir heißt Anni mit vollem Namen, ja, nicht abgekürzt, Profikoch. Anni steht für Profikoch. Im Ausweis steht Profibäckerin. Außergewöhnlich nette, neugierige Influencerin. Interessensperson, hä? Du machst das super. Go, Anni. Ich mach nie wieder ein Kochstream mit dir. Warum? Bitte lass es auf 1. Bitte, bitte stell die Stufe nicht hoch. Es ist auf deinem Laptop. Es geht auf deinen Laptop jetzt schon. Teig auf 6 Müseschüssel aufteilen, jede Schüssel eine getropfte Lebensmittelfarbe geben. Orange kannst du durch Gelb und Rot mischen. Ach. Okay. Wir brauchen... Teig. Wenn du heute Abend Bauchschmerzen hast und kotzen musst, ich mach das gut. Auch eine Aufgabe. Du isst den Teig einfach nur. Deswegen machst du das nicht. Lecker. Dein Chat ist sehr aufgeregt. Mein Chat ist aufgeregt? Ja. Marlon ist im Ofen? Was? Ist aber okay. Ich weiß nicht, wie die Dinger funktionieren. Kann man nicht einfach aufdrehen? Weißt du, wie viel? Oh, gib mal Schere. Nee, mich mal mit einem Esslöffel so ein bisschen. Mhm. Kriegen wir hin. Gut. Hey, das sieht doch voll gut. So, das Lila. Das Lila streikt halt immer, ne? Das Lila war schon sehr hässlich jetzt. So, oh wow, oh. Also, eigentlich müssten wir jeden Teig einzeln backen. Jeden Bohnen einzeln backen. Jeden Teig, jeden Bohnen, jede Farbe einzeln als Teigboden backen und dann rausnehmen. Okay. Das dauert aber mal 20 Minuten pro Boden. Und das wäre echt wack, dass wir irgendwie eine Stunde, 2 Stunden bräuchten, um alle irgendwie 20 Minuten zu backen. Stunden. Pain. Also dachte ich mir... Wir tun einfach alle gleichzeitig rein, aber trennen die mit so Backpapier. Mhm. Machen rein, Farbe, und dann machen wir Backpapier drüber und dann die andere Farbe. Und hoffen einfach, dass es sich nicht vermischt. Mhm. Okay, perfekt. Ja, kriegen wir hin. Okay. Und wie lange braucht der Kuchen dann? Keine Ahnung, eigentlich pro Boden 20 Minuten. Ich würde sagen, das Ding wahrscheinlich eine halbe Stunde. Ja. Hat jetzt eine Stunde Hopp's gedauert, das ist eine Stunde. Sehr lange gedauert, als ich gedacht, sag ich so, wie es ist. So, jetzt die Cocktails? Ja. Wir haben hier diese coolen Gläser. Ja, cool, mega cool. Warte, habe ich noch coolere Gläser? Wirklich mega cool. Orangensaft brauchen wir. Mhm. Mineralwasser mit ganz viel Kohlensäure. Ist das alles oder Sekt.
Hier? Lebensmittelfarbe, blaue oder Blue Curaçao. Und ja. Grenadinen oder Granatapfelsirup. Mach mehr Blau rein einfach, dann müssen wir weniger rühren. Grauenhaft. Mach mal so. Okay, stopp. Jetzt ist aber cool blau. Jetzt ist cool blau. Oh Gott. Jetzt ist sehr blau. Jetzt ist, oh, es ist viel zu viel blau, safe. Das ist gut genug blau. Okay, dann Orangensaft. Haben wir hier? Mega gut. Mega cool. Cool. Erst ist die Löffelspitze minimal unterhalb des Orangensafts an der Glasrand gedrückt. Danach führt er den Löffel über die Oberfläche. Er bleibt weiter mit der Spitze am Glasrand, sodass der blaue Getränk einen kleinen, starken Schwung hat und sich nicht vermischt. Das Wasser ist leichter als der Saft und bildet so die grüne Schicht. Mhm. Prima. Mhm. Ich will diesmal zuerst versuchen. Ja. Das sinkt komplett ab. Ja. Hat sich komplett vermischt. Das wird ziemlich gut. Und das sinkt auch einfach nach unten. Ja, viel Erfolg. Geiler Regenbogencocktail. Das kriegen wir hin. Ja. Sieht richtig gut aus. Ja, noch ein bisschen. Hey, das ist doch actually gut, Anni. Das ist aber nicht oben drüber. Der Daumen ist oben drauf und nicht unter den Orangen. Hey, aber sieht besser aus als bei dir. Schmeckt actually lecker. Ist okay. Es ist halt Saft. Saft süß. Saft süß, ja. Sehr süß, weil sehr viel Sirup drin ist. Mhm. Ah, trinke ich jetzt das homophobe Bier oder den nicht leckeren Cocktail? Ja, 600 Gramm. Wie viel Gramm Butter? 250? Ja, wir müssen es, glaube ich, gar nicht abwägen, ne? Nee. Das sieht super gut aus, wenn du das machst. Warum geht dir das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber fair enough, I guess. Okay. Es riecht so gut. Es riecht nach dem Müll, weil ich den gerade aufgemacht habe. Der Kuchen! Der Kuchen riecht gut. Ich hab Angst. Der Kuchen riecht super gut. Ich hab so Angst. Ja, juhu. Das ist komplett rot tatsächlich. Na, wobei, ich glaube, wir müssen es zusammen rausheben. Bist du bereit? Okay, hinlegen. Ja. Ich glaube, die müssen nur auskühlen, dann wird das. Wir haben schwarz gemacht? Oh, das ist lila. Es klebt auf jeden Fall nicht super doll. Ich dachte, das wäre die Unterlage von der Form oder so irgendwie. Damit können wir es jetzt hin. So. Ich kann es einfach abziehen, glaube ich. Ich glaube nicht. Grauenhaft, ist so hässlich. Ich habe es ausgesprochen, es ist hässlich. Ich habe es jetzt gesagt. Ich sage so, wie es ist. Fini! Backpapier ist angebrannt. Fini, willst du in den Ofen gehen? Maron ist im Ofen. Kein Platz im Ofen. Maron ist schon im Ofen. Das Grün ist immer noch nass. Schrecklich. Oh Gott. Egal. So slightly roher Teig. Es ist okay. So schrecklich. Ja. Yes, Queen. Yes. 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 Okay. Scheiß drauf, mach einfach drauf. Rot nochmal mega gut. Achtung. Bumm. Wow. War gut, hey! Gut genug. Ekelhaft. So, jetzt mache ich noch. Ich appreciate den Versuch, Anni. Ich, ich finde, das machst du super. Ich bin Sallys Tortenwelt. Es ist so hässlich. Es ist okay-ish. Ich rette das jetzt. Ein bisschen großflächiger verteilen. Ich finde, es ist so an der Seite so. Guck genau, dass das nicht passiert. Egal. Es ist. Wollen wir den auch? Ganz ehrlich, dafür, dass wir dachten, dass er nicht mal stehen würde. Meine Hand zu denn, weil es so schwer ist. Hä? Okay, jetzt lass uns ihn noch aufschneiden. Das ist okay. Ich habe das Gefühl, wenn wir ihn jetzt von innen sehen, ist es entweder die reinste Katastrophe, super schlimm, oder es ist so, oh. Ah. Ah.
Siehst oh du? Mein Gott! Warte. Siehst du? Chat. Ich habe gesagt. You won't believe this! Woo! Seht ihr? Wow! Der ist gar nicht so scheiße. Ich hab doch gesagt. Du hast gar nichts gesagt. Du meinst, er wird grauenhaft. Nicht, wenn wir aufschneiden, ist entweder schrecklich oder schön und cool. Schrödingers Kuchen. Schrödingers nice. Den Mund zu. Mega lecker. So good and tasty. Rainbow-Kuchen, der am Ende des Tages gar nicht so wack aussieht. Schmeckt nicht so. Ist okay, wie er schmeckt. Ist besser, wie er aussieht. Profi, Bug Pro, Anissas World. Anissas Welt. Anissas Kuchenwelt und Tonis Mama Welt. Mir ist schlecht. Und Tonis Kuchenfrau Mama Bauchschmerzwelt. Ja, das war wirklich schön.